herzlich willkommen zurück zu Angeknabbert Dark Souls 3. Ich bin Qrexa, ihr könnt mich auch gerne den Untermieter des Todes nennen, wenn ihr wollt. Und manchmal kommt der Tod zu mir gekrochen und bringt mich um die Ecke. Tja, liebe Leute, so hat jeder seine Ecken und Kanten. Wir haben das letzte Mal uns um den Uchigatana-Typi gekümmert, nachdem er sich um uns gekümmert hat. Und dann haben wir uns unsere neue Heimat angesehen, die gar nicht mal so hässlich ist, aber wir haben noch nicht mit allen Bewohnern geredet. Zum Beispiel mit dieser jungen Dame hier. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. Sehr höflich. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. Oh. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. Oh. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Musst du auch gar nicht, ich zahle gerne. Fetch souls and bring them to me. Das war klar. Also alles dreht sich um die Seelen. No. Also ganz genauso wie im letzten Teil, die Seelen sind eben nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch Währung. Und das ist völlig in Ordnung. Wir haben den Laden gefunden, geil. Oder einen Laden gefunden, keine Ahnung, ob es mehrere gibt. Und wir können uns eigentlich sogar noch eine Menge kaufen, denn ich habe noch ein paar Seelen, weil ich den Uchigatana-Typi umgebracht habe, nachdem ich beim Levelanstieg war. Okay, mal schauen. Glut, 2500, meine Fresse, ist das teuer. Nö, das will ich erstmal nicht. Ich könnte vielleicht sogar meine verkaufen, hä? Wie viel TP gibt das denn? Lohnt sich vielleicht sogar, das zu verkaufen, aber möchte ich erstmal nicht machen. Nein, wir gehen erstmal weiter. Reparaturpulver, 600. Repariert ausgerüstete Waffen und Rüstungen. Ganz toll, praktische Sache, habe ich noch nie benutzt in den Dark Souls-Spielen. Meistens habe ich mehrere Waffen- und Ausrüstungssets dabei, deswegen lohnt sich das für mich oft nicht so sehr. Erstmal weiterschauen. Verringert Giftansammlung, Heilvergiftung. Ein lila Moosklumpen. Das sieht aber nicht besonders gesund aus. Ich würde sagen, das lassen wir auch erstmal. Wir haben noch keine Gegner. Doch, der Uchigatana-Typi hat uns doch vergiftet, oder? Nee, Blutungsschaden war das, glaube ich. Keine Ahnung, also auf jeden Fall brauchen wir das erstmal nicht. Brandbombe explodiert und fügt Feuerschaden zu. Brauchen wir nicht, genau das haben wir schon in unseren Zaubern drin. Prismastein zur Wegmarkierung auf dem Boden platzieren. Kostet nicht viel. Ist das zum Schreiben von Nachrichten oder wirklich nur zur Markierung? Wahrscheinlich nur zur Markierung. Ein neuer Gegenstand, glaube ich, hatte man vorher noch nicht. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Dann Heimatknochen kennen wir schon. 500 ist auch gar nicht mal so billig. Weißer Symbolspeckstein, Rufsymbol hinterlassen. Ach, zum Beschworenwerden oder wie? Kann man das nur einmal benutzen oder permanent nutzbar? Steht da oben. Ah, okay. Geilo, den will ich haben. Den will ich haben. Das ist für das Online-Gaming ganz besonders wichtig. Oh, den will ich auf jeden Fall haben. Allerdings habe ich das Internet immer noch nicht mal aktiviert. Das sollte ich vielleicht zum nächsten Part mal tun, damit wir da noch die übrigen Elemente des Spiels zu sehen bekommen. Getrocknete Finger sollte nur mit größter Vorsicht benutzt werden. Auch permanent nutzbar. 2000. Ist das ein PvP-Item, sodass man sich angreifbar macht oder sowas in der Richtung? Ich glaube, sowas Ähnliches gab es auf jeden Fall schon und ich bin mir nicht sicher, was es gebracht hat. Also können wir uns auch noch kaufen irgendwann, aber ich bin erstmal zu vorsichtig. Turmschlüssel. Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Schrein. Was? Da, wo ich hochgekrabbelt bin oder was? Das ist ja cool. Okay, ja, will ich. Kostet nur leider ein bisschen viel. 20.000? What the fuck? Na gut, also können wir erstmal nicht nehmen. Gehen wir weiter. Seelenpfeil. Feuert einen Seelenpfeil ab. Den Zauber kenne ich schon. Funktioniert ganz genauso wie in den anderen Dark Souls-Spielen auch. Ist ein typischer Arcana-Zauber oder wie heißt das hier? Seelenzauber einfach nur. Wäre schon ganz interessant, muss ich sagen. Denn ich möchte ja auch so ein paar von den einfachen Zaubern abseits der Pyromantie benutzen. Das werde ich nicht sofort machen, glaube ich. Aber es ist gut zu wissen, dass sie den hat. Was ist das für einer? Pharons Stachel feuert einen Seelenwurfpfeil ab. Ah, okay. Quasi nochmal das Ganze in Schwach, oder wie? FP kosten 3. Wie viel kostet der? 7. Dann kostet er weniger. Das ist gut. Alles klar. Heilungshilfe stellt äußerst geringfügig TP wieder her. Was? Äußerst geringfügig? Das ist ja praktisch. Also ein Heilzauber. Genau deswegen wollte ich aber so ein bisschen Glaube auch steigern. Aber 27, die Kosten sind ja verheerend, Leute. Verheerend. Könnte man sich schon mal mitnehmen. Vielleicht findet man das allerdings auch. Gehen wir erstmal weiter. Dolch. Ich glaube, unsere Axt ist stärker.
Kurzschwert, was fehlt uns da? Ach, Geschicklichkeit fehlt uns zum Kurzschwert. Das ist doch blöd. Das ist doch Scheißendreck. Na gut, was haben wir hier? Skimitar, auch Geschicklichkeit. Also wir müssen dringend mehr Geschicklichkeit steigern. Wir haben jetzt 9, wir brauchen mindestens 10 für ein Kurzschwert. Da ist die Axt, glaube ich, aber auch stärker, die ich habe. Also Stärke habe ich vermutlich erstmal genug. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen zu viel gesteigert, um meine Waffen tragen zu können, die ich gerne möchte. Ich brauche ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Was hast du hier? Hellebarde. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ist gar nicht mal so schwach. Mit 125 physischem Schaden. Ich brauche allerdings sowohl mehr Stärke als auch mehr Geschicklichkeit. Auf solche Waffen könnte ich hinausarbeiten. Ich denke eher so an leichte zweihändige Waffen. Aber das wäre schon mal was wert, darüber nachzudenken. Was haben wir hier? Stab des Zauberers. Ach so, ach na klar, wenn ich unterschiedliche Zaubertypen benutzen möchte, muss ich auch unterschiedliche Spell-Items, also Zauberwaffen quasi ausrüsten. Die müsste ich dann auch noch kaufen. Also ein bisschen wird es vielleicht dann doch noch kosten, bis ich das machen kann. Es gibt hier neue Schilde. Ah, der ist nicht so besonders gut. Lederschild, 52 physischer, bringt mir nicht so viel. Das hier auch, 62, 85, Ja, das wäre schon vielleicht was wert. Allerdings immer noch zu wenig für meinen Geschmack. Wir könnten gucken, ob wir... Kann ich das irgendwie vergleichen mit meinem Gegenstand-Info-Anzeigen? Kann ich das vergleichen mit dem, was ich habe? Oder nicht? Denn ich möchte nichts kaufen, was schlechter ist als das, was ich eh schon anhab. Wir könnten uns natürlich... Hilfe. Ne, ich glaube, das bringt uns nicht so wirklich weiter. Huch. Oh, sorry Leute. Falscher Knopf. Also ich würde ganz gerne mir so eine bessere Ausrüstung kaufen, aber ich traue mich nicht so richtig, weil ich nicht weiß, ob ich das überhaupt tragen, also tragen kann ich schon, aber ob ich genügend Belastbarkeit habe, um es tragen zu können. Okay, ja, ich lasse es erstmal. Und wir haben hier auch noch Pfeile und Bolzen, also Projektile für Fernkampfwaffen. Wir haben aber keine Fernkampfwaffe, auch nicht zum Kauf, deswegen lassen wir es erstmal. Ich würde sagen, weil ich noch keine... von den anderen Zauberwaffen hier habe, lasse ich diese Zauber erst einmal sein und gehe erstmal nur weiter auf Pyromantie und nutze erstmal meine Seelen nicht zum Einkaufen, sondern zum weiteren Aufsteigen und gehe dann direkt weiter. Ja, ich rede schon bei dir. Ja, was ist los? Das habe ich doch schon gemacht. Ah, okay, das ist der wesentliche Hinweis. Also ich muss nach Lothric. Das ist offenbar der Ort, dann, der mein nächstes Ziel ist oder mein finales Ziel oder irgend sowas in der Richtung. Auf jeden Fall will ich jetzt erstmal aufsteigen. Ja, ich berühre schon deine Dunkelheit. Auch das tue ich. So, ein Level kann ich nur aufsteigen, wie es aussieht. Hm? Ja, dann nehme ich doch Geschicklichkeit. Dann kann ich auf jeden Fall noch einen Waffentyp mehr tragen. Wenn ich ein Kurzschwert finde, könnte ich das tragen. Das wäre schon mal ganz gut. Und ich brauche für eine gute Waffe sowieso noch so ein bisschen Geschicklichkeit. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich habe natürlich auch noch die Seelen, die ich aufessen kann. Die möchte ich mir aber aufheben für den Fall, dass ich wirklich mal was dringend brauche und gerade keine Seelen habe. Also ich soll jetzt reisen, wie es aussieht, oder? Ach nee, ich habe noch gar nicht alles durchsucht. Ich habe ja... Bin hier diesen Weg noch nicht entlang gegangen. Das möchte ich noch schnell machen, dann können wir aber losziehen. Liebe Leute, dann können wir so richtig losziehen. Also hier geht's unten durch. Sieht genauso aus wie an der anderen Seite auch. Das heißt, dann geht's hier wahrscheinlich hoch. Ja, geht nur wieder hoch zum Thron. Ach so, da oben wäre ich auch noch nicht bei diesem komischen Thron. Und hier gibt's hoffentlich einen Schatz für mich, bitte. Nö, auch kein Schatz, wie es aussieht. Ah, da oben geht's aber rein. Hm? Ganz oben rein? Okay, das sind Wege irgendwie. Komme ich da von der anderen Seite hin? Das wäre natürlich ganz gut zu wissen. Von hier wahrscheinlich dann, ha? Huh? Ja, das wäre wahrscheinlich das hier. Ah ja, okay. Kann ich da auf diese Mittelebene drauf? Bringt das was? Ist ein Weg? Ach nö, das geht auch nur runter. Das ist ja alles ganz komisch hier. Warum verwirrt ihr mich? Mann, ist doch scheiße. Ja, diese Throne, das sind wahrscheinlich die Throne der Aschefürsten. Und da muss ich die zurückbringen. Auf diese Throne muss ich die draufsetzen. Das heißt, es ist kein Kampfspiel, sondern ein Ich-setz-dich-Spiel. Da sitzt ja jemand, oder? Ich gehe mal ganz kurz dahin. Oh, da steht auch was hinten drauf. Und ich kann es sogar lesen, einen gravierten Text lesen. Ludleth der Verbannte. Oder Ludleth. Okay, und der sitzt wirklich da drauf. Ist der gefährlich?
Ich rede mit dir. Onward and Kindle, and a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If du bist ein Aschefürst. I want, set thine eyes upon my charred corpse. Wieso verkohlt? Du bist doch nicht verkohlt. Und du bist doch kein Leichnam. No need to be coy. Have a closer look. Okay. Versteh nicht ganz, was der will. Du bist doch nicht verbrannt. Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. Okay. The fast fading flame must be licked to preserve this world. Okay, er hat uns erklärt, worum es jetzt wirklich geht. Of the first linking of the fire. So it is. I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Ein Koloss sogar, wow. Okay, er hat es also nochmal erklärt. Na, vermisst du mich schon, oder was? Er hat uns nochmal genau erklärt, worum es eigentlich geht. Also, dass das Feuer erlischt und die Fürsten aufgewacht sind aus ihren Gräbern, das wussten wir ja schon. Wir müssen die auf jeden Fall zu ihren Thronen zurückbringen und dann können wir damit das Feuer neu entfachen. Das ist also einfach unsere Aufgabe. Warum wir auserwählt wurden dazu, keine Ahnung, hat uns niemand gesagt. Der heilige König Lothric, letzte Hoffnung seiner Linie, ein großer Thron, der auch so ein bisschen glüht. Also da steht immer was drauf, wie es aussieht. Hier auch. Da steht was. Die Wächter des Abgrunds. Das waren diese 4-5 Typis, die da im Anfangsvideo aufgestanden sind. Die waren besonders cool. Und hier glüht sogar. Hallo. Jorm der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Ja, der sah auch cool aus im Anfangsvideo. Und ich glaube, jetzt müssen wir einfach hier reisen, oder was? Ich hoffe, ich habe jetzt alles gefunden. Ich weiß es leider nicht. Da ist nur der Schmied. Ich glaube schon, oder? Ich versuche es jetzt einfach mal, hier weiterzureisen. Wir wollen ja was sehen, Leute. Zauber einstimmen können wir immer noch nicht. Ach, verdammt nochmal. Also reisen wir einfach mal. Totenacker der Asche, da kommen wir her. Judex Gundyr und Hohe Mauer von Lothric. Das dürfte dann das nächste Level sein. Cool. Einmal teleportieren, bitte. Pschung. Wappenschild. Ein Ritterschild mit eingravierten Wappen. Einer der verzauberten blauen Schilde. Der Wappenschild reduziert Dunkelschaden beträchtlich. Okay, also man kriegt immer so ein paar Gegenstände noch vorgestellt, während man warten muss im Ladebildschirm. Rittergamaschen aus soliden Eisen, gefertigte Gamaschen eines niederen Ritters. Nee, ich nehme nur was von hohen Rittern, Leute. Ich nehme nur was von den ganz großen Helden. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass ich mich ein bisschen besser schlage als am Anfang, aber ich gewöhne mich so langsam etwas dran. Kann man nur hoffen, dass das Spiel immer leichter wird. Ja, das sieht definitiv nach einer neuen Gegend aus, aber ich weiß nicht, wo ich raus soll. Ein Schwert kann ich das haben. Sieht doch auch wieder so wie so ein gewundenes aus, oder? So ein bisschen auf jeden Fall. Kann ich aber nicht nehmen. Ach so, da ist eine Tür. Ja, okay, ich komme hier doch raus. Das ist doch gut. Alles klar. Einmal so. Schwere Tür. Okay. Ja, er erinnert mich so ein bisschen an das erste Gebiet aus Dark Souls 1. Ein sehr cooles Spiel. Die Hohe Mauer von Lothric. Alles klar. Hier haben wir Truhen. Ich versuche mich mal durchzurollen. Geht genauso wie in Dark Souls 2 auf jeden Fall. Ich glaube im ersten Teil auch. Können wir also in Massen zerstören. Da unten sehe ich gleich was. Das dürfte das erste Feuer der Gegend sein. Was sind denn das für Bäume? Oder sind die nur drangebunden? Ja, sind die nur drangebunden oder was? Boah, ist das ein geiles Design. Guckt euch das mal an. Die sind nicht drangebunden, die sind quasi da rausgewachsen. Also sowas liebe ich ja, dieses creepy Zeug, das finde ich richtig geil, so richtig dämonisch, richtig unheimlich, denen wachsen die Äste aus dem Mund raus, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, auf sowas stehe ich, alles klar. Wir entfachen das hier mal, entzündet und lagern direkt, dann fangen wir hier an, wenn wir sterben sollten, kann jederzeit passieren, also schön vorsichtig bleiben. Erstmal gucken, was hier noch so ist. Einmal rollen bitte. Stühlchen kaputt. Ach, hier haben wir gleich was nicht gefunden. Ich dachte, da wäre vielleicht ein Schatz. Schade. Oh, guck mal, da sitzt einer. Hi. Soll ich dich umhauen? Komm mal rüber. Ach so, da ist eine Armbrust. Du kommst wahrscheinlich gar nicht so von hier rüber, ha? Okay. Und er lässt gleich was fallen. Standardbolzen 8. Na gut.
Interessant. Da geht eine Treppe runter. Und da gehen wir am besten auch mal entlang. Aber erstmal gucken, ob wir oben noch was haben. Ach, hier geht auch eine Treppe runter. Und wo soll ich jetzt lang gehen? Ich sehe da einen Schatz. Das ist schon mal ganz gut. Aber hier habe ich schon einen Gegner getötet. Ich weiß nicht, wo es zuerst lang geht. Wir müssen es einfach ausprobieren, Leute. Wir müssen es einfach mal testen. Da sitzt jemand und betet den Baum an. Ein Baumanbeter? Oh mein Gott. Okay, aber da laufen auch solche Hunde, oder? Oh Gott. Ist das gut mit Feuer oder ist das gut mit Hundeäxtchen? Komm mal her, du Hund. Ich habe Angst vor den Dingern. Oh, und der hat mich entdeckt. Er hat mich entdeckt. Oh. Oh. Ich glaube, ich mache den lieber mit der Axt. Ich glaube, das ist besser. Und. Nee. Blöd Arsch. Okay, ja, mit der Axt geht's ganz gut. Ich wollte erst den Sprung machen, aber dazu sind die zu schnell. Dann komm mal her. Und zack, zack. Jawohl, das geht. Der lebt noch. Stirb doch endlich mal, blöder Hund. Mann. Eieiei, hast du mich erschreckt. Alles klar. Und da ist jemand mit einer großen Waffe, wie es aussieht. Den versuche ich mal aus der Distanz zu machen. Und komm mal her. Schwupp. Und nochmal. Und er hält was aus. Boah, er hält sogar eine Menge aus, muss ich mal sagen. Na, komm her. Ich bring dich um. Lups. Okay. Und er lässt auch was fallen. Uiuiui. Haben wir ein Glück. Helle Bade. Helle Bade. Wir haben eine helle Bade gefunden. Was mit euch? Wollt ihr mit mir reden oder was? Oh. Das war noch nicht mal Absicht, dass ich jetzt einen kritischen Treffer mache. Aber klar, wenn ich hinter denen stehe, dann passiert das nochmal. Geilo. So macht das Laune. Lass was fallen. Gebt mir Waffen. Die helle Bade kann ich ja noch nicht tragen. Ich glaube, dazu habe ich sowohl zu wenig Geschicklichkeit als auch zu wenig Stärke. Aber ehrlich gesagt, wir machen gar nicht so schlecht Schaden im Augenblick. Deswegen ist das schon in Ordnung. Ist da noch was? Versteckt? Ach, da geht es sogar noch runter. Ach Mist, wo soll ich denn jetzt entlang gehen? Ach Mann. Da ist auch noch ein Typi. Ich werf dich mal ab, okay? Bombs, weg ist er. Oh! 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 Der hält. Uah, hält ein bisschen mehr aus, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Ich dachte, es wäre nur so ein kleiner. Das ist ein Axtheimer! Scheiß Axtheimer, meine einzige Schwäche! Und schwupp! Okay, dann halten wir unseren Schild, feige nach vorne. Und schwupp! Und weichen aus und hacken ihn auseinander. So, du Arsch. Alles klar, Ah, wir haben schon wieder fast keine Magie mehr. Ich könnte eigentlich mal so einen Flakon trinken, aber ich weiß nicht, ob mich das ganz auflädt. Ich gehe erstmal kurz hier entlang. Ja, ich bin schon ein bisschen angeschlagen. Ich traue mich kaum weiter, aber so läuft das hier nicht in dem Spiel. Was haben wir hier? Anbeter. Noch mehr Anbeter. Oh, und ein Schützen, glaube ich. Okay. Willst du nochmal oder soll ich einfach werfen? Ha, nimm dies. Oh, der ist gleich tot. Geilo. Die anderen sehen harmlos aus. Okay. Okay. Was ist das? Was ist das? Hä? Was war das? Hat er mich verseucht? Hat er irgendwas mit mir gemacht? Oder war das nur irgendwie so ein Schockeffekt? Okay, hat nichts gemacht. Okay, die anderen machen das nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt, macht aber nichts. Also scheint harmlos zu sein, was auch immer die getan haben. Hier kann ich nicht rein. Hier haben wir einen Schatz, den nehmen wir mit. Langbogen und gewöhnlicher Pfeil. Können wir, glaube ich, gar nicht einsetzen, den Bogen. Huh? Wir können uns das mal anschauen. Aber ich schätze mal, dafür braucht man ganz viel Geschicklichkeit. 14. Ja, so viel ist es gar nicht mal. Aber wir können es auf jeden Fall nicht ordentlich benutzen. Also rüsten wir es auch nicht aus. Habe ich das jetzt ausgerüstet? Ich hoffe nicht. Nee, habe ich nicht. Hier ist auch nichts. Hier gibt es ja nirgends was. Obwohl, ich habe gerade einen Langbogen gefunden. Dann gehen wir mal hier hoch. Ach, geht gar nicht. Zu verschüttet, um hochzukommen. Das ist doch eine Frechheit. Das ist doch eine Frechheit. Na gut, gehen wir weiter. Und einmal hier nach unten. Und ich glaube, jetzt gehe ich erstmal die Treppe hier runter, oder? Ist das besser als da oben entlang? Weil da war auch noch eine. Ich bin einfach sehr unsicher, wo ich entlang gehen sollte. Ich will da, glaube ich, auf diese Anhöhe. Kann ich da oben drauf springen? Also diese Bäume sind ja extrem geil. Das gefällt mir so total gut. Okay.
Scheint nichts weiter zu sein. Keine Schätze. Und ich dachte, ich wäre besonders schlau gewesen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht auf irgendwelche Axtheimer treffe. Der steht doch bestimmt noch auf. Ah, klar steht er auf. Wow, und der steht schneller auf, als ich gedacht hätte. Okay, alle lassen was fallen. Brandbombe 3. Geil, danke. Will ich zwar nicht benutzen, aber egal. Seele eines verlassenen Leichnams 1. Auch geil. Uiuiui. Ich bin sehr angespannt bei diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, normalerweise bin ich gar nicht so, aber jetzt bin ich schon so. Öffnen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Hier kommen wir nicht weiter. Müssen wir woanders hin, liebe Leute. Das klingt ja bitterbös. Gut, gehen wir nach oben. Also bis jetzt geht's noch. Wobei mich die Hunde wirklich, also, die jagen mir echt Angst ein. Die sind echt scheiße, die Viecher. Ich würde sagen, dann gehe ich einfach mal runter. Ich raste mal ganz kurz. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen. Ich habe den Eindruck, ich habe irgendwas übersehen. Aber, naja. Wir müssen sowieso nochmal zurückkehren, weil da eben eine verschlossene Tür ist. Und dann diese Sache mit dem Turm. Ich habe einfach das Gefühl, ich verpasse ganz viel gerade. Okay. Da läuft einer. Den machen wir mal zuerst. Und schwupp. Aha. Und jetzt schlachten wir euch einfach ab, oder? Ja, habt ruhig ein bisschen Angst, Jungs. Das macht nichts. Das gehört dazu. Okay, der hockt sich da auch hin. Ist nicht besonders nett, hier auf die Schwachen zu gehen. Na, was willst du denn? Nicht mit deinem komischen Ding wedeln. Geh weg. Plöps. Oh, sogar zwei auf einmal getroffen. Ach, und guck mal, ich glaube, der hat ihn aggressiv gemacht, oder was? Komm her. Hoi. Manchmal sind die schneller, als man erwartet. Aber wir haben ihn umgebracht. Und so soll's laufen, Leute. Schwipp. Einmal dich. Seele eines verlassenen Leichnams. Wow. Alter Verwalter, erschreck mich nie wieder so, du Sau. Wow. Okay. Und schwupp, schwupp. Und weg bist du. ich glaube jetzt... Wow. Alter Verwalter, hat mich das Ding erschreckt. Seht ihr das? Das ist... Ist das ein Drache? Muss ich hier lieber weggehen? Steht er noch auf oder ist der tot? Soll ich mal... Hör doch mal auf hier so... Du bist das, ne? Ah, das sind ja noch zwei. Und fünf, fünf. Alle beide tot. So, nervt nicht. So, jetzt ist still. Ich will mal ganz vorsichtig probieren, den anzugreifen. Wenn er mich umbringt, dann bin ich selbst schuld. Aber ist der tot oder ist er nicht tot? Der sieht ziemlich tot aus. Plunk. Ich glaube, der ist absolut tot. Hey, du bist tot. Ich hab dich umgebracht. Jetzt guckst du, hä, du Arsch. Hast keine Chance gegen mich. Wenn er jetzt zuschnappen und mich auffressen würde, dann hätte ich das so verdient. Aber ich glaube, er tut's nicht. So, da können wir unten rein. Können wir auch hier oben hin? Oh, ich höre was. Ich höre was. Ach so, auch noch wieder Typis. Ah, da ist ein Lampenmann. Ich glaube, den werfe ich einfach ab. Ich weiß nicht, was sie tun, aber ich will es lieber auch gar nicht wissen. Springen einfach direkt um. Und dann dich. Wie wär... drüber! Oh mein Gott, er bückt sich und ist deswegen unerreichbar für mich. Also dieser Drache ist definitiv tot, aber es sieht so aus, als würden die den anbeten, oder? Das ist doch schwach. Wo ist eure Individualität? Träumt nicht davon, ein Drache zu sein. Träumt davon, ein... Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Sorry, dass ich euch angeschrien habe. Ich dachte, der wäre sofort tot. Und ich wollte ihm gerade erklären, dass er davon... Hey... Davon träumen soll ein Held zu sein, der einen Drachen tötet. Okay, die halten plötzlich mehr aus. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Warum auch? Schwupp. Tot bist du. Okay, und jetzt du vielleicht? Ja, ja. Die halten definitiv mehr aus, die Viecher hier. Alles klar. Oh, sorry. Ich habe euch voll erschreckt wahrscheinlich, weil ich mich so erschreckt habe. Und dann habe ich euch angeschrien und ich wollte euch nicht anschreien. Es tut mir schrecklich leid. So, jetzt können wir da hoch. Können wir hier auch noch was machen? Ich mach dich fertig. Man kann da hochgehen. Aber man kann nicht da hochgehen. Also es sieht schon bedrohlich aus, als würde der gleich austreten. Können wir hier auch noch was machen? Austreten, der muss mal austreten, der Alter. Okay, hier kommen wir, können wir hier runter oder ist das so, dass wir da sterben? Dann. Okay, ich probiere es aus. Ich bin wagemutig. Obwohl, nee, soll ich zuerst da hochgehen? Ich glaube, ich gehe zuerst da hoch und dann probiere ich es aus. Dann habe ich das schon mal erledigt. Haben immerhin schon wieder 2400 Erfahrungspunkte. Da wartet jemand um die Ecke. Ich weiß es ganz genau. Und nimm dies. Und, geh doch weg. Hier. Und tot bist du. So, und der steht auch ganz bestimmt wieder auf. Bums. Und nochmal.
Ich trete dich und haue dich, bis du nicht mehr lebst. Obwohl, du warst ja schon vorher irgendwie tot. Tja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich hier tun soll. Fernglas. Oh, geil. Kann es sein, dass das wie im zweiten Teil auch so ist? War das da nicht ein Fernrohr? Können wir damit nicht eventuell... kann ich das hier ausrüsten? Nee. Ganz kurz gucken, wo das geht. Hier auch nicht. Hä? Ach, da unten vielleicht. Ja, da geht's. Also man kann im zweiten Teil, glaube ich, damit gucken. Und dann kann man quasi snipen. Im zweiten Teil ist es zumindest so, ich möchte es jetzt nicht ausprobieren, weil ich nicht mehr so viel Magie habe. Das heißt, es geht eigentlich noch, aber ich möchte nichts verschwenden. Im zweiten Teil ist es so, dass man mit dem Fernglas irgendwo hingucken kann oder mit dem Fernrohr und dann zaubern kann. Und der Zauber trifft genau in die Mitte des Bildschirms. So kann man ziemlich gut snipen, was ja sonst im Spiel nicht so wirklich gut geht. Also, ich finde ein ziemlich cooles Item. Mir macht das Spaß. Ich finde es toll. Alles klar, aber es scheint hier nichts weiter zu geben. Huh? Kann ich da rein? Ding! Ich denke mal nicht. Alles klar, gehen wir hier runter. Und, rollen uns mal hier hin und rollen uns dahin. Achso, ich wollte da noch gucken um die Ecke. Also wenn ich jetzt sterben sollte, ist genauso wie mit den Drachen, dann habe ich mir das irgendwie verdient. Aber man muss es irgendwie dann doch ausprobieren und es sieht schon so aus. Ja, man kann hier zumindest landen. Nimm dies, Drache! So. Ach, guck mal, da ist ein Gegenstand. Also es war sogar so gedacht. Goldenes Kiefernharz. Wozu ist das da? Ich wollte erstmal hier gucken. Das ist das. Ja, das ist das. Einmal Gegenstand. Fügt Waffe der rechten Hand Blitz hinzu. Ach, so, so ein Ding ist das. Das hieß bestimmt im anderen auch so. Ich glaube, ich habe es damals auf Englisch gespielt. Deswegen habe ich es nicht wiedererkannt. Da steht jemand hinter den Kisten. Da hockt jemand. Zu wem gehen wir zuerst? Ach, ist mir doch egal. Ich glaube, ich mache dich zuerst. Nimm dies. So. Oh, du lebst noch. Diese immer weiterlebenden Typis. Das ist doch scheiße. Okay. Möchtest du rauskommen da? Oder was? Oh, ich roll mich mal eben. Du bist ein Rüstungsheimer. Rüstungsheimer sind meine einzige Schwäche. Okay. Den machen wir einfach mal... Oh, einfach ist einfach gesagt. Huiuiui, wieso wehrt er sich plötzlich? Alles klar, den machen wir so fertig. Da liegt ein Schatz, den holen wir uns auch gleich. Alles klar. Nehmen wir mit. Brandbombe 2. Na gut. Wir machen nochmal ein bisschen die Tische hier kaputt. Okay, erstmal kurz gucken. Ich glaube, das wäre dann der normale Weg nach unten gewesen, oder? Ja, hier kommen wir auf jeden Fall zurück. Puh, okay, wo gehen wir jetzt lang? Hier oben erstmal. Oh, ein Axttypi. Hallo. Na? Flum. Komm doch, wenn du kannst. Okay. Das sah kurz so aus, als gibt's hier was. Soll ich hier runtergehen oder soll ich mich nochmal heilen zwischendurch? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu weit nach unten gehe und mich zu wenig heile. Ich müsste mich hin und wieder heilen. Ja, das wäre das Geile, wenn ich mich heile. So, ja, nee, heilen mache ich in dem Part nicht mehr. War da gerade das? Also irgendwas gelaufen ist? Also irgendwas, was gelaufen ist? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Da geht's auf jeden Fall weiter. Aha, aha. Der eine, der interessiert sich nicht für mich. Dann schieße ich doch mal auf dich. Ach so, der wehrt gleich ab. Na gut, dann komm mal her. Ah, ich glaube, da kann ich mich rantrauen. Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Ach, du warst das da hinten, du Arsch. Na gut, dann will ich mich lieber doch nicht rantrauen. Sonst schießt er mich nur ab. Ich möchte mich eigentlich nur an dir vorbeirollen. Warum greifst du nicht an? Wow. Aha. Ah, ich glaube, ich mache das doch lieber kurz hiermit. Oh ja. Was hat mich erwischt? Hat der schon wieder geschossen oder was? Du Sau. Du Sau. Okay. Ich schlitze dich einfach auf. Ja, was sagst du dazu? Und, wow, da ist noch ein Schütze. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich glaube, ich habe einen Stiel, dann irgendwas Helm gefunden. Verdammt, noch ein Schütze einfach. Warum bist du einfach so ein Schütze? Das finde ich nicht in Ordnung. Dann würde ich sagen, ich baller einfach was auf euch. Was sagt ihr dazu? Ha? Wenn ihr ballert, baller ich eben auch. Ha, 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 hui. Hui. Ja, mit diesen blöden Schützen im Hintergrund, muss ich sagen, ist das doch eher nervig. Aber wir kriegen die schon klein, glaube ich. Na, willst du auch? Ha, sowas vielleicht? Der Schütze kommt schon wieder. Ha, noch einer platt.
Ja, aber... Ja. Geh weg. Geh bloß weg mit deiner Schützerei. Puh. Puh. Ah, verdammt, das hat mir ein bisschen Schaden zugefügt und das wollte ich nicht. Ich hasse es, wenn ich ein bisschen Schaden bekomme. Ja, aber der stört schon sehr da hinten, muss ich mal sagen. Ich glaube, ich möchte fast den... Reicht das noch für einen Feuerball? Und bams. Mist, es reicht zwar für einen Feuerball, aber jetzt hat er das leider abgewehrt. Flip. Ah, die nerven mit dem Blöden. Huh? Wow. Wow. Haha. Wow. Ach Mist, jetzt hat er falsch ausgeholt. Also für meinen Geschmack falsch. Und jetzt heilt die Sau sich einfach. Ist doch eine Frechheit. Ist doch eine Frechheit. Na gut, müssen wir eben nochmal das Ganze machen. Ich schätze mal, er kann sich nicht ewig heilen. Aber dieser Schütze nervt echt total. Ich glaube, ich gehe erst da hinten hin und hole mir den. Boah. Und zwar so. So, jetzt bist du weg und jetzt kann ich mich um dich kümmern. Ohne, dass ich mich allzu viel fürchten muss. Okay. Greifst du an oder was? Und aufschlitzen. Ja. Alles klar. Und einer lebt noch? Okay. Und Bams. Okay, die haben wir alle erledigt. Waren ganz schön viele auf einmal, muss ich mal sagen. Aber wir haben sie klein gekriegt. Ich möchte, glaube ich, erstmal nach oben schauen, um zu gucken, ob es da sehr viel weiter geht. Wow! Das Ding lebt ja doch noch. Oder ist das der von eben? Erstmal ein bisschen verstecken. Oh! Das erinnert mich ganz schwer an eine Szene aus den alten Dark Souls Spielen. Und ich glaube, wir haben auch die Seelen bekommen. Da waren offenbar noch Gegner. Ja, komm mal runter. Ja, cool an. Das macht Spaß, oder? Sich einfach mal fallen lassen. Ja? Flomp. Und schon kann er sich ausruhen. So. Ist der jetzt... Nee, der ist nicht weg. Das macht er bestimmt nochmal. Wow. Tja, Leute. Das nenne ich mal einen Drachen. Tja, wenn ich jetzt ein guter Bogenschütze wäre, dann könnte ich den vermutlich von hier killen. Sowas gibt es in Dark Souls. Im ersten Teil war das, glaube ich, so, dass man einen Drachen einfach von der Ferne töten konnte. Ich schätze mal, ich muss mich jetzt hier irgendwo an der Seite vorbeischleichen, um den zu töten oder um weiterzukommen. Das kann ich aber nicht mehr in diesem Part machen. Ah, du blöder Drache. Du bist doch eine Nervbratze. Alte Nervbratze. Also oben oder unten, ich muss mich irgendwo dran vorbeischleichen. Oh, ich habe Schaden bekommen. Ah, ich schätze mal, oben ist eine schlechte Idee. Das mache ich dann im nächsten Part. Ich werde jetzt... Oh, ich bin ein bisschen verbrannt im Gesicht. Autschi, pauchi. Ich werde jetzt erstmal kurz zum Schrein zurückmarschieren und mich wieder ein bisschen aufladen. Uiuiui. Das sieht echt gefährlich aus. Das war auch ein anderer Angriff. Und dann werde ich zum nächsten Part wieder hierher zurückkehren, offscreen, sodass wir genau hier weitermachen können. Denn ich muss jetzt das Spiel erstmal beenden und mich erstmal ein bisschen erholen von dem ganzen Schrecken. Und ich hoffe, der Drache wird dann auch noch da sein, aber ich gehe ganz schwer davon aus. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber ich habe viel zu verbrannte Arme. Und deswegen sage ich noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Oh, ist das heiß hier.